Khomeini wird in gewisser Weise erst im Pariser Exil zu dieser zentralen Figur, weil er sehr, sehr eng mit den Medien interagiert. 150 Interviews gibt er. Im engen Kontakt mit der Presse wird er weltweit zum Gegenspieler des Papstes in gewisser Weise aufgebaut und damit im Grunde genommen als Heilsbringer erwartet, als er landet. Und das Militär entschließt sich schließlich, bei diesen Protesten eben auch nicht gegen Khomeini und seine Anhänger vorzugehen.